Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wieder zu einem neuen Podcast, frisch im neuen Jahr. Und somit natürlich euch allen auch erstmal ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2023. Ich habe wieder eine Gesprächspartnerin bei mir, die Sandy aus München. Erstmal hallo Sandy und an dich natürlich auch ein gesegnetes neues Jahr. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Eckart und hallo liebe Zuhörer. Ich wünsche auch ein frohes neues Jahr erstmal und bedanke mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich danke dir und ich glaube, es wird ein ganz interessantes Gespräch, denn du hast doch so einiges mitgemacht im Bereich der Spiritualität. Du bist so eine wandelnde Bibliothek, hast etliche Bücher gelesen und etliche Methoden ausprobiert. Deswegen glaube ich, können wir uns auf ein spannendes Gespräch führen. Ich wollte kurz am Anfang noch sagen, warum das Gespräch mehr Schein als Sein heißt. Das ist jetzt so der Titel, den ihr hier eingeblendet seht. Zum einen, das hast du in dem Vorgespräch, das wir hatten, hast du dieses Bild gebraucht, dass du so in so einem Schleier warst, Sandy, ne? Die ganze Zeit in der Esoterik und dass der Herr Jesus einfach dir diesen Schleier genommen hat und du seitdem einen klaren Blick hast auf die Wahrheit. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Genau. Also der Schleier der Verblendung, so nenne ich das immer ganz gerne. Ja. Genau, also die Verblendung, den Schleier der Verblendung, der Täuschung, kann man sagen, genommen hat und so, dass du dann eben Blick auf die Wahrheit hast. Genau. Und das andere, warum wir uns für diesen Titel entschieden haben, mehr Schein als Sein, du hast ja auch einige Methoden ausprobiert, auch einige der Personen und hast so auch oft diese Diskrepanz festgestellt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In der Spiritualität wird ja alles immer so bunt und lichtvoll und alles super und Licht und Liebe dargestellt. Aber du hast da doch auch andere Erfahrungen gemacht, dass hinter den Kulissen es oft anders aussieht. Da haben wir ein paar spannende Themen im Vorgespräch schon gehabt. Ich will noch nicht so viel verraten, aber unter anderem hast du ja Robert Beetz schon mal persönlich getroffen bei einer Veranstaltung, als er gerade eine Zigarette geraucht hat, warst du mit ihm kurz im Gespräch und da ist dir schon einiges komisch vorgekommen. Das wollen wir ansprechen. Du warst auf der Tempelweinakademie Yoga Vidya, warst du Mithelferin, hast eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Pierre Franck, Geizhalter auseinander, damit hast du dich beschäftigt, Christina von Dreien, Bärbel Mohr, also wirklich eine ganze Menge. Ich glaube, da ist viel drin, was du uns auch heute sagen kannst. Aber genug der Vorrede. Fangen wir einfach mal von vorne an, würde ich sagen. Du hattest mir gesagt, dass es bei dir in deiner Kindheit ähnlich war wie in dem Zeugnis von der Annika. Wen das interessiert, das war das Video davor. Also du hast als Kind schon auch so einen Gottglauben gehabt, aber auch an Geister. Wie war denn das bei dir? Ja, also ich habe sehr viel Angst vor der Dunkelheit gehabt. Also wirklich abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, also ja, ich hatte immer das Gefühl, immer den Eindruck, ich bin nicht allein. Und ich hatte wirklich sehr viel Angst vor der Finsternis. Also man musste mir auch immer so ein die gibt es wahrscheinlich auch heute noch, diese Dinger, wo man in die Steckdose steckt, wo dann so ein Licht war. Also ich war nicht in der Lage, in der kompletten Dunkelheit. Also ich hatte immer den Eindruck, ich bin nicht allein. Ja, ich habe auch abends gebetet. Allerdings kann ich mich nicht mehr erinnern, warum ich oder wer mir eigentlich Beten beigebracht hat. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe aber abends zu Gott gebetet, ja. Ja, genau, das berichten ja auch einige, dass sie da schon diese Angst hatten und so weiter. Und wie war es so generell bei dir familiär? Ja, also ich bin in einem sehr gewaltvollen Haus aufgewachsen, also jetzt nicht körperlich Gewalt, aber halt verbal und auch in einem Suchthaushalt, allerdings in einem Suchthaushalt, wo die Süchte versteckt waren. Ja, und halt auch in einem sehr zerstrittenen Haushalt aufgewachsen, also viel Streit und Okay, also war zumindest jetzt nicht gerade das Ideale, da gab es bestimmt auch ein paar Wunden. Hast du es auch mal so versucht mit Familienstellen?
Ja, genau. Also mit Anfang 20, sag ich mal, habe ich einige Schicksalsschläge gehabt und auch einen Autounfall gehabt. Also meine Mutter ist krank geworden und ich habe dann einen Autounfall gehabt. Und durch diesen Autounfall, aber eben auch durch einige Schicksalsschläge, ich habe dann selber eine sehr lieblose Partnerschaft geführt. So bin ich dann auf der Suche, weil die Schulmedizin mir nicht weiterhelfen konnte, im Grunde in die alternative Medizin so eingestiegen und kam dann halt auch zum Familienstellen unter anderem. Genau. Und für die, die das nicht kennen, da werden ja so Stellvertreter aufgestellt, die für Familienangehörige stehen sollen. Na, war das bei dir auch so? Ganz genau. Genau. Du hast dann halt so Stellvertreter, die für jemanden, wen auch immer du aufstellen lässt. Meistens wird ja die Herkunftsfamilie dahergenommen und dann hast du eben Stellvertreter, die in diese Rolle reinschlüpfen. Genau. Und ja, jetzt diskutiert man natürlich, woher haben die ihr Wissen, weil die ja teilweise genauso fühlen wie die eigentlichen Familienangehörigen. Dabei sind das in der Regel ja wildfremde Menschen, die das eigentlich gar nicht wissen können. Ich hatte ja auch schon mal zum Familienstellen ein Video gemacht und auch begründet, warum das eine sehr okkulte Methode ist. Wie kannst du dir das denn erklären, dass da ein wildfremder Mensch zum Beispiel jetzt genauso empfinden soll wie, was weiß ich, dein Vater oder deine Mutter mal als Beispiel genommen? Naja, du gehst ja da in so dieses, ich glaube, wie wird es genannt, morphogenetisches Feld. Ja. Ne? Und ja, ich meine, das funktioniert ja auch. Ne? Also ich meine, funktioniert ja auch. Ja, genau, also das ist es ja. Das ist also klar, dass das tatsächlich diese Stellvertreter diese Empfindungen haben. Aber ich glaube, das hast du auch gemerkt, diese Informationen kommen ganz sicher nicht von Gott. Ne? Nee, an Gott vorbei. Ja, das ist schön ausgedrückt. genau, du betrittst damit einfach den okkulten Bereich, ne? Also das ist einfach dunkel. Ja, du holst dir Informationen, also in der Bibel steht es ja auch, Wahrsagerei oder Hellseherei, ne? Also du holst dir die Informationen wirklich an Gott vorbei. Ja, also es gibt Ja. da so eine Art Reservoir, das auch, sage ich mal, jetzt die gefallenen Engel anzapfen können. Es gibt ja in der Bibel wird ja auch so ein Wahrsagegeist besprochen, ja, der hat den ganzen Tag nur die Wahrheit gesagt, also durch einen Menschen. Und dennoch ist es eben okkult. Also Wahres zu sagen oder zu empfinden muss nicht immer bedeuten, dass es von Gott kommt. Also es gibt da auch, da ist man auch immer ganz tief im Okkultismus drin. Beim Familienstellen, selbst wenn es sich christlich nennt, das gibt es ja auch, christliches Familienstellen, dann ist es angeblich der Heilige Geist. Aber kannst du dir das vorstellen, dass der Heilige Geist solche Informationen einfach weitergibt, Gefühle, Gedanken anderer Menschen? Das sind ja auch irgendwo private Details. Würde Gott sowas machen? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und Gott würde dich auch niemals unter Schock versetzen. Und Gott gibt dir auch nur das, was du wirklich in der Lage bist zu handeln. Und was du wirklich, wenn du überhaupt noch etwas willst. Also im Grunde heilt Gott dich. Und nee, würde Gott niemals machen. Nein. Okay, dann bist du ja auch so in diesen Bereich gekommen, in dem ich ja ganz früher auch hauptsächlich drin gesteckt bin, in der Lichtarbeit. Die, naja, der Name sagt es ja schon, die klingt ja auch sehr lichtvoll. So ungefähr jeder zweite Satz bei uns war Licht und Liebe, Licht und Liebe. Ich habe dann erst später gemerkt, dass es war gar keine richtige Liebe. Aber es hat sich halt so genannt. Da sind wir wieder beim Motto mehr Schein als Sein, was ja so ein bisschen über unserem Gespräch liegt. Ja, was kannst du denn zu dem Thema sagen? Ich würde mal ganz gerne noch was zu dem Familienstellen ergänzen, Eckart. Ja, klar. Und zwar bei einem systemischen Stellen, was ich halt hatte, hatte ich eine Retraumatisierung und bin da ungefähr 5 Tage wie in einer Schockstarre gewesen. Warum ich das jetzt erwähne, ist einfach, also mit so Methoden ist einfach auch nicht zu spaßen, ja. Ja. Also da kann man einfach sehr viel sich selber auch schädigen mit. Und ja, den Hinweis wollte ich jetzt einfach nur mal gegeben haben.
Ja, danke dafür, das nochmal klarzustellen. Also Familienstellen, egal ob es sich christlich nennt oder nicht, auf gar keinen Fall. Man kommt in okkultes Terrain und kann sogar in so eine Schockstarre geraten, wie Sandy das beschrieben hat. Also kann super gefährlich sein. Ja, okay, gut, dann kommen wir mal jetzt zur Lichtarbeit. Da hast du ja, wie du mir erzählt hattest, auch so einige Erfahrungen gemacht. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Genau, also ich war ungefähr 11 Jahre in Begleitung einer Lichtarbeiterin, die auch recht weit von mir weg gewohnt hatte, also durch eine Freundin von mir und durch eben meine leblose Partnerschaft und so, hat eben diese Freundin von mir gesagt, du such die doch mal auf, ne? Die kann dir sicher weiterhelfen. Und wir haben ja im Vorgespräch da auch drüber gesprochen, Eckart, und da ist mir nochmal aufgefallen im Nachhinein, dass die erste Behandlung, die ich eben bei die erste Sitzung, die ich bei der Lichtarbeiterin hatte, die war wirklich sehr wirkungsvoll und hat, also ich war danach wirklich, mir ging es richtig gut. Und das war aber die erste, die ist nur bei der ersten Behandlung so gewesen, ne? Aber so, dass ich gedacht habe, boah, da muss ich auf jeden Fall noch mal hin und hat er so gut getan und hat mir echt geholfen. Ja, ich bin da recht lang, wie gesagt, mit ihr in Verbindung gewesen, also 11 Jahre ungefähr, war so ungefähr ein, zwei Mal, ja, eher einmal im Jahr bei ihr vor Ort. Und ja, bin dann einmal auch, das war aber relativ zum Schluss, hatte ich eine Situation mit ihr, wo sie mich zum Bahnhof gefahren hat und ich meine Tasche hinten im Kofferraum hatte. Ja, die möchte ich unbedingt erwähnen, weil immer wieder ich den Hinweis, egal welche Methode ich ausprobiert habe, immer wieder den Hinweis bekommen, dass ich es hier mit der Finsternis zu tun habe. Ja. Nur die Menschen sind ja oft sehr freundlich und die gehen ja auch davon aus, die Therapeuten, in der Regel glaube ich zumindest, dass die meisten davon ausgehen, dass sie etwas Gutes tun. Auf jeden Fall war ich halt, hatte ich meine Tasche im Kofferraum, bin dann eben ausgestiegen, sie ist im Auto sitzen geblieben. Ich mache den Kofferraum halt auf, um meine Tasche zu holen und schau nach vorne und sehe halt den Rückspiegel und ihre Augen quasi im Rückspiegel. Und war einen kurzen Moment, habe ich Dämonen wahrgenommen und war erstmal ganz verdattert. Und habe dann den Kofferraum eben zugemacht, habe mich verabschiedet und bin dann eben zum Bahnsteig gegangen. Und dieser Moment, der hat mich schon kurz beschäftigt, da ich aber in einem sehr manipulativen Haushalt auch aufgewachsen bin, wo Manipulation, sag ich mal, sehr groß geschrieben war und damit ja dem anderen seine Wahrnehmung auch gerne verdreht wird, sage ich mal, habe ich dann einfach geglaubt, nee, nee, kann nicht sein. Ja, also ich habe das dann quasi wieder so abgetan. Ja, das manchmal kriegt man schon solche Zeichen währenddessen, aber die kann man dann noch nicht so richtig deuten oder missdeutet Passen. die. Genau, Ja, man oder kann du sich's tust nicht. es ab, genau, und denkst, nee, kann nicht sein, du hast dich geirrt oder so irgendwie, ne? Ja, genau, weil die Personen, wie du ja schon gesagt hast, ja auch die meisten auch sehr freundlich sind und dann denkt man, hä, die ist doch so nett. Wieso sind da jetzt Dämonen zu sehen? Ist ja erstmal komisch. Auch bei mir, ich habe ja auch eigentlich fast nur ganz liebe, nette Menschen in der Lichtarbeit kennengelernt. Die waren ja nicht alle irgendwie auf das Böse aus, wie du schon gesagt hast. Die allermeisten, die auch Dinge anbieten, die wollen was Gutes tun. Und da kann man das irgendwie nicht zusammenkriegen, wenn man dann plötzlich über dir in diesem Rückspiegel dann Dämonen sieht. Dennoch, ja, hat sie dir irgendwo Türen für das Okkulte geöffnet, kann man das so sagen? Definitiv. Also mein Leben ist statt leichter zu werden eigentlich immer schwieriger geworden. Ja. Ja, so kann ich es wirklich sagen. Also ich wurde immer gebundener. Ja, also schwieriger, es ist schwieriger geworden. Ja, anstrengender, anstrengender. Obwohl es ja am Ja. Anfang gut war, du hast also so einen Köder, nenne ich es mal, hingeworfen bekommen. Da ging es dir erstmal noch gut. Kann man das so vergleichen mit einer Droge? Also Drogen wirken ja auch erstmal. Da geht es einem gerade beim ersten Mal besonders gut. Beim zweiten Mal lässt die Wirkung schon so ein bisschen nach.
Und man wird auch süchtig danach. Kann man, ist der Vergleich, hinkt der Vergleich oder kann man das ungefähr so miteinander vergleichen? Ja, also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass man davon sehr abhängig werden kann und sich da, also wenn man halt Abhängigkeitsstrukturen hat, Co-Abhängigkeit oder wie auch immer, könnte man wirklich sagen, man hängt da an der Nadel. Ja. Und du hast Oder gesagt, man dass. bleibt da halt am Ball, ne? Man bleibt, man ist wirklich überzeugt, diese esoterischen Dinge, was ich hier mache, ist richtig und ich werde schon irgendwann ankommen. Ja, natürlich. Das ist genau der Trick am Anfang. Wirken diese Methoden oft oder es gibt schöne Erlebnisse und das soll einen eben bei der Stange halten. Klar, dass das Teil der Strategie ist, wenn das alles von Anfang an schon abstoßend wäre und überhaupt nichts bringen würde und Klappt ein, keiner dabei. ja, dann würde natürlich keiner dabei bleiben. Das ist klar. Ja, manchmal sieht man dann, hat man solche kleinen Momente wie mit dem Dämonen im Rückspiegel, wo man dann eigentlich, da ist wieder, sind wir wieder bei mehr Schein als Sein. Da merkt man dann, da blickt man dann plötzlich hinter die Kulissen für einen kurzen Moment. Da hat man mal wirklich geguckt, was hinter der Tür ist und hat das gesehen. Ja, auf jeden Fall nehme ich mal an, bei dieser Lichtarbeiterin hat sie auch gechannelt. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr mit Engel oder mit vorgeblichen Engeln irgendwie kommuniziert? Also sie hat halt mit eben aufgestiegenen Meistern und mit Engeln, genau, mit Engeln kommuniziert und aufgestiegenen Meistern, ja. Und dir war damals noch nicht klar, nehme ich mal doch stark an, dass das keine echten Engel Gottes waren, oder? Nee, mir war aber, da kann ich mich dran erinnern, als sie irgendwas von Hare Krishna zu mir gesagt hat, und mir so eine Karte gezogen hat und gesagt hat, ich soll dieses Gebet da irgendwie nachsprechen. Da habe ich zu ihr gesagt, das fände ich sehr komisch. Und da war sie ganz entsetzt und hat gesagt, wieso ich das jetzt komisch fände. Also ja, daran erinnere ich mich jetzt gerade. Ja. Und ja, mit diesen bei Engeln, da sind ja auch oft so Karten im Spiel, Engelkarten, Meisterkarten, Einhornkarten und so weiter. Was sagst du dazu so im Nachhinein? Ist das okay, sich damit zu beschäftigen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich kann wirklich jedem empfehlen. Also hier hat man es einfach mit einer Täuschung zu tun. Ich meine, hier wird ja auch bei den aufgestiegenen Meistern wird ja auch Maria oder auch Jesus Christus, ne? Also ist einfach verkleidet als Engel des Lichts. Ne? Also hier ist die Finsternis verkleidet als Engel des Lichts. Ja. Ja, Unter du dem hast, Deckmantel. ja, da hast du so einen, auch einen wichtigen Bibelvers schon angesprochen, den ich auch oft nenne in Videos, dass der Satan sich als Engel des Lichts tarnt und auch seine Diener, die Dämonen, sich auch so tarnen. Das heißt, man merkt das gar nicht am Anfang, mit wem man es da zu tun hat, ne? Genau. Ja. Man ist wirklich, also man glaubt einfach dieser Täuschung und man ist wirklich verblendet. Ja. Ja. Und du glaubst einfach, naja, ne, also ich bin hier auf dem richtigen Weg. Parallel dazu glaubt man ja auch wirklich an Reinkarnation, das ja auch eine Riesenlüge ist. Und denkt, mein Gott, ja, also ja, muss ich wohl sehr viel Schlimmes gemacht haben in vorherigen Leben. Ja. Ja. Ne, da gibt es halt viel zum Auflösen oder wie auch immer, wird ja da ganz gerne auch verwendet. Ne? Du musst halt noch viel aufarbeiten oder so. Ne? Ja, So in das der ist. Richtung. Ich war natürlich früher auch völlig überzeugt von der Reinkarnationslehre. Jetzt als Christ natürlich nicht mehr. Aber irgendwie macht die Reinkarnation auch an sich keinen Sinn. Also, wie soll ich sagen? Ich wünschte mir manchmal im Leben, ich hätte so eine Art Rückspultaste. Weil so im Nachhinein viele Sachen in meinem Leben tun mir einfach leid. So, ich war ja auch nicht immer Christ. Und manchmal würde ich gerne wieder an die Stelle springen, weiß nicht, mit einer Zeitmaschine oder wie gesagt, so eine Rückspultaste. Aber die Reinkarnation ist das ja auch nicht, oder Cindy? Also, ich meine, eine Rückspultaste ist das ja nicht. Ich kann ja, wenn ich jemandem was getan habe, das auch nicht wieder gut machen. Der Schaden bleibt ja. Ich kann bei der nächsten Inkarnation, wenn die Lehre stimmen würde, könnte ich zwar in einer ähnlichen Situation mich anders verhalten, aber
Dem Menschen, dem ich damals Leid angetan habe, ist ja damit auch nicht geholfen. Nee, also man ist da wirklich einer riesengroßen Lüge aufgesessen. Also wenn man dann mit der Wahrheit konfrontiert ist, dann erst dann kann man ja meines Erachtens nach die Lüge auch wirklich sehen. Aber es ist halt sehr perfide, wie Satan da einfach arbeitet, ne? Weil wenn du daran glaubst, ne, also in vorherigen Leben oder du merkst halt, boah, in diesem Leben, ich komme ja wirklich nicht so ganz von der Stelle und ich brauche halt viele Sitzungen oder ich muss viele Muster auflösen, weil ich in vorherigen Leben so viel böse Dinge da gemacht habe. Nein, es hilft natürlich demjenigen, dem du etwas dann angetan haben hättest sollen, was ja sowieso eine Lüge ist. Natürlich nichts mehr, aber man ist ja mit den Konsequenzen angeblich aus vorherigen Leben in diesem Leben konfrontiert. Ja, Ja. das ist ja eine Lüge und deswegen, sag ich mal, suchst du dann vielleicht diese spirituellen Berater oder irgendwelche spirituellen oder beschäftigst dich mit irgendwelchen geistigen Methoden, um halt eben in diesem Leben dann zu Bewusstsein zu kommen, zur Selbsterlösung, sag ich mal. Ja, genau. Schwingt ja auch so ein bisschen Hochmut mit. Ich sage mal, du hast ja zum Beispiel auch Kontakt gehabt mit Geistheiler Sananda oder mit seinen Vorträgen zumindest, hast da auch alles rauf und runter geguckt, glaube ich, bei ihm seine Videos. Er sagt ja von sich selber auch, er sei selbst Jesus. Spielt da Hochmut eine Rolle? Also Hochmut spielt meines Erachtens nach bei all diesen esoterischen Methoden oder Maßnahmen eine ganz, ganz große Rolle. Bei manchen ist sie nicht erkennbar. Kurz bevor ich eben zu Jesus Christus gekommen bin, war ich massiv geballt konfrontiert mit Hochmut von Geistheiler Sananda zum Beispiel oder wo wir gleich noch hinkommen. Ne, da ist überall Hochmut. Da, wo sich alles um den eigenen, ne, um dieses Selbst, alles selbst machen, ich bin Schöpfer und so weiter, mit diesen Dingen beschäftigen die meisten Leute sich ja, die in dem Gebiet arbeiten. Und da ist dann Hochmut nicht weit entfernt, weil du kannst nicht alles selbst, das ist eine Lüge, ja. Dass du selber Schöpfer bist und du kannst ja dein eigenes Universum kreieren und dein eigenes Leben so gestalten, wie du gerne hast. Das ist eine riesengroße. Wie habe ich zum Kurt Tepperwein, seinem Leiter, gesagt? Satans Schlaraffenland. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, ist ja Ja, so. zu Tepperwein, da kommen wir später auch noch. Da bin ich auch schon mal ganz gespannt, weil du warst ja auch in der Kurt-Tepperwein-Akademie. Da freue ich mich dann schon, wenn wir das nachher auch mal besprechen, was du da so erlebt hast. Ja, Geistheiler Sananda, den Hochmut hatten wir angesprochen. Er sagt ja auch von sich, er sei das höchste derzeit auf dieser Erde wandelnde inkarnierte Lichtwesen. Das ist weit entfernt von der Demut eines Jesus Christus, oder? Also man hört den Hochmut in seinen Videos raus. Also ich finde es ein durchaus sympathischer Zeitgenosse, der durchaus auch humorvoll sein kann. Aber man hört überall, wenn man genau hinhört, den Hochmut raus. Ja, auch auf seinem. Ich war halt eben eine ganze Zeit lang während der Corona-Zeit hatte ich seinen Telegram-Kanal abonniert, den er ja auch selber verwaltet. Und da gibt er ja täglich irgendwelche Posts auch rein. Und da ist der Hochmut einfach sehr, sehr, sehr ersichtlich. Er hat mit vielem, ne, also das ist ja halt der Fallstrick in der Esoterik auch, weil die Wahrheit mit der Lüge halt kombiniert wird. Ne? Also vieles, was er sagt, ist ja auch wahr, aber halt kombiniert mit viel Lügen drin. Ne? Das ist ja die Täuschung quasi. Ja, genau. Also, das hat ja auch die Schlange damals im Garten Eden auch nicht anders Genau. gemacht, hat eben Lüge mit Wahrheit vermischt. Genau. Und du hast gerade schon das Universum angesprochen. Ich kann mich noch erinnern, du hattest auch dich mit Bärbel Mohr beschäftigt. Bestellungen beim Universum. Das geht ja auch so in die Richtung, oder? Also du hast ja vorhin schon gesagt, das kann nicht funktionieren. Oder wenn es mal funktioniert, kommt es aber auch nicht von Gott, ne?
Nein, das kommt auf gar keinen Fall von Gott. Und nein, du bist nicht der Schöpfer deines eigenen Lebens. Und bei vielen funktionieren die Dinge allerdings. Also sie können sich wirklich einen Lebenspartner oder was auch immer, irgendwelche materiellen Dinge da, glaube ich, schöpfen. Bei mir haben die nicht funktioniert, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Und das kommt auf gar keinen Fall von Gott. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Das ist eine satanische Methode, wo sich immer alles nur um ich, meiner, mir dreht. Ja. Genau. Ja, also Gott erhört auch gerne Gebet, so ist das jetzt nicht, aber diese Bestellungen beim Universum oder Gesetz der Anziehung oder wie man das alles auch noch bezeichnen kann, The Secret kennen ja auch vielleicht manche, da setzt man ja angeblich so einen Automatismus in Gang und dann muss das Universum reagieren und muss mir das alles geben. Das ist natürlich mit dem lebendigen, allmächtigen Gott überhaupt nicht zu vereinbaren. Das sei auch nochmal ganz klargestellt hier an dieser Stelle. Ja, wir hatten auch Robert Beetz, oder ich hatte ganz am Anfang ja Robert Beetz schon mal erwähnt, weil du hattest ja auch da so seine, sage ich mal, ganz speziellen Erlebnisse. Ich hatte ja auch mal ein Video gemacht zu ihm, zu Robert Beetz. Ich blende das mal hier kurz ein. Wen das interessiert, kann sich das auch gerne mal anschauen. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass du ihn ja sogar persönlich getroffen hast. Genau. Am Rande einer Veranstaltung hast du mir erzählt, wo er gerade eine rauchen war, du hast mir erzählt, dass dir das damals schon irgendwie so ein bisschen komisch vorgekommen ist. Was ist dir komisch vorgekommen an ihm? Genau, also ich habe ihn zweimal getroffen, auf zwei Veranstaltungen, einmal in Bonn und Jahre später eben nochmal in Mainz. Und also als er dann eben so neben mir stand und dann eben so geraucht hat, auch da war ich wieder eben konfrontiert mit einer eben das, was er halt predigt, irgendwie nicht authentisch ist. Ja, also das waren immer bei mir immer kurze Momente, wo ich gedacht habe, hier irgendwas stimmt hier nicht. Ja, also auch eine sehr kühle Präsenz übrigens. Ja, also die einem da so entgegen schlägt. Und ja, ein sehr kaltes Auftreten. Ja, und das hat ja, nein, also das ist einfach keine christliche Gesinnung, sag ich mal. Ja, also sehr unterkühlt, sehr kalt. Was ich übrigens in der Esoterik auch immer wieder erlebt habe. Also sehr kalt und dass sich halt wirklich eigentlich alles immer um dein, im Grunde alles um sich selbst so dreht. Ja. Ja, das ist ja auch so seine Botschaft, so ein bisschen. Da soll man ja auch alles transformieren und vor allem an sich denken. Er sagt ja auch so sinngemäß, sich um das Leid anderer zu kümmern, ist eigentlich, macht keinen Sinn. Das hatte ich in meinem Video auch dazu schon mal ein bisschen näher beleuchtet. Du glaubst ja heute an Jesus Christus. Hast du Jesus so kennengelernt in deinem Leben? Oder wie würdest du ihn beschreiben jetzt im Vergleich zum Beispiel zu jemandem wie Robert Beetz? Also Jesus Christus ist ja warm, gütig, gnädig, also und vor allen Dingen, ja, wie soll ich jetzt sagen, also man ist ein Schaf in der Herde und man hat einen Hirten und es dreht sich einfach nicht mehr alles um dich und da ist alles warm, da ist wirklich Liebe, also wirklich Liebe spürbar und Wahrheit. Du wandelst in der Wahrheit. Ja, und eben nicht mehr in der Lüge. Du stehst einfach auf einem anderen Fundament, auf dem Fundament der Wahrheit. Ja. Ja. Ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Also, und es dreht sich wirklich nicht mehr alles um dich. Ja. Wir haben einen Schöpfer und wir sind nicht der Schöpfer. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, Ja, genau. und es gibt Sünde. Und es gibt Sünde. Ne? Also, wenn du die Wahrheit, naja, da kommen wir ja vielleicht dann gleich nochmal hin, aber wenn du halt mit der Wahrheit konfrontiert oder die Wahrheit siehst und die dann auch sehen kannst, wenn der Schleier der Verblendung weg ist, dann weißt du halt, dass es Sünde gibt und dass schon, also Gottes Wille auch ist, dass seine Gebote eingehalten werden, ja. Ja, und zwar aus gutem Grund, weil Gott uns da auch bewahren möchte.
zum Beispiel vor okkultem Einfluss. Das ist ja jetzt nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern Gott liebt die Menschen über alle Maßen, jeden Einzelnen. Wirklich jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, kann auch sagen, ja, ich bin von Gott geliebt. Er sagt aber auch, es gibt eben nur einen Weg und dieser führt über Jesus Christus, weil er eben am Kreuz für dich und mich gestorben ist, weil wir, du hast schon das Thema Sünde angesprochen, ein Mensch kann nicht selber für seine Sünde irgendwie gerade stehen, wir sind alle selber Sünder, wir können uns nicht selbst erlösen, aber das hast du vorher auch geglaubt, ne? Dass du dich irgendwie selbst an deinem eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen kannst. Naja, das ist ja die Lüge der Reinkarnation. Ne? Also du hast halt hier noch etwas gut zu machen oder wie. Da geht es halt immer darum, dass du dich selber erlösen kannst oder selbst zur Erleuchtung finden kannst, wieder. Im Buddhismus, ne, ist das, glaube ich, mit der Selbsterleuchtung. Ja. Oder Hinduismus vielleicht auch. Ist schon, stimmt schon, Buddhismus. Kannst du aber nicht, ja. Also Jesus Christus ist der einzige Erlöser, ist der einzige Weg zu Gott, zum Vater im Himmel, zum Heiligen Vater, Johannes 14, 6. Genau. Er ist die Wahrheit, er ist der einzige Weg, er ist der Weg und vor allen Dingen ist er Leben. Und in der Esoterik befasst du dich eigentlich mit dem Tod. Ja, so kann man es eigentlich ganz nüchtern sagen, oder? Ja, die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt nicht, dass man jetzt sofort stirbt, ja, aber gemeint ist immer dieser ewige Tod, dieser zweite Tod. Und das ist der Lohn, den eben die Sünde einem schenkt. Die Gnadengabe, aber Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus. Deswegen mache ich ja überhaupt diese ganzen Podcasts, deswegen machen wir ja auch, deswegen bist du auch heute hier, weil darauf möchten wir ja hinweisen, dass es eben diesen Erlöser gibt aus der Kälte, das hast du schön ausgedrückt, dass Jesus warm ist, also das empfinde ich genauso, da ist Liebe, da ist Einfühlungsvermögen. Man muss nur mal im Neuen Testament schauen, wie oft der Herr Jesus sagt von sich selbst, er war innerlich bewegt. Er war innerlich bewegt, wenn er hungrige Menschen sah, kranke Menschen sah. Er war innerlich bewegt. Das hat wirklich was mit ihm gemacht. Ich habe mir mal die Stellen im Neuen Testament unterstrichen. Das sind ganz, ganz viele. Jesus war oft innerlich bewegt, sagt zu einer Frau, weine nicht. Das hat ihn alles betroffen gemacht. Glaubst du, Robert Beetz, Geistheiler Sananda, wie sie auch alle heißen, Christina von Dreien, hast du dich auch mit beschäftigt? Haben sie wirklich echtes Mitgefühl oder ist da auch viel... Nein, Kälte es dreht dabei. Sich wirklich immer alles nur um sich selber. Es dreht sich alles, der ganze Radius, ich erschaffe, ich Manipulation. Ne? Also ein Seelenpartner sich da manifestieren und so weiter, ist einfach Hexerei. Ist Manipulation. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt bei Jesus Christus noch angesprochen. Ne? Also hier zählt der Nächste. Hier haben wir wirklich mit Mitgefühl zu tun. Also wenn du mit Jesus Christus gehst, dann ist Menschlichkeit einfach, also mein Herz hat sich so verändert seitdem. Ja, danke Jesus, wirklich danke. Ja, dem schließe ich mich gerne an. Ihm haben wir alles zu verdanken und wir laden auch ein, ihn anzunehmen als Herrn. Kommen wir aber nochmal zurück zum Thema Selbsterlösung. Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass es oft um diese Selbsterlösung geht. Im Yoga geht es auch letzten Endes immer um Selbsterlösung, auch dieses Hatha-Yoga. Das wissen viele gar nicht. Ja. Die denken, das sei einfach Gymnastik. Das ist mitnichten nur Gymnastik. Warum erwähne ich Yoga? Weil du warst ja auch bei Yoga Vidya, hattest du auch seine Zeit, warst dort Helferin. Das würde mich mal auch sehr interessieren. Wie war es denn da so? Ja, genau. Also ich bin erstmal habe ich da Urlaub gemacht und dann bin ich aber für längere Zeit als Mithelferin dort gewesen. Und für mich war es eben so, dass ich, also da geht es ja eben, da wird der Shivananda-Lehre da so gefolgt. Und Shivananda war ja ein Mensch gewesen und eben diesen Gottheiten, ne, diesen indischen Gottheiten, Ganesha, Shiva und Shakti oder irgendwie so. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so eingestiegen, weil für mich war nicht stimmig, Menschen anzubeten. Ja? Das ist schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist.
nicht stimmig und da habe ich mich auch nicht angeschlossen. Also ich habe diese Satsangs und so nicht mitgemacht und dann gibt es ja auch so Feuerzeremonien und was da alles so Puchas oder wie die Dinge da heißen. Ja. Da war ich zwar mal anwesend gewesen, aber irgendetwas in mir hat. Nee, war nicht stimmig für mich. Aber das sind alles Sachen, die natürlich da stattfinden. Ja. Und ich weiß nicht, wie es in dem Ashram war, wo du warst, aber da sind ja oft Jesusbilder oder manchmal ist dieses Grabtuch, dieses Turiner Grabtuch oder so eine ähnliche Abbildung von Jesus ist auch manchmal in den Ashrams. Das hatte mal eine andere Gesprächspartnerin mal gesagt, die dort Mitarbeiterin war. Gab es bei dir auch so Jesusbilder, wo du. Genau, also die haben in jedem Yoga-Raum hängt da eben so ein schwarz-weiß Jesus-Bild. Also mit dem Grabtuch weiß ich jetzt eben nicht, aber der hängt halt an der Wand am Altar vorne eben halt. Auf der einen Seite hängt, glaube ich, Jesus und auf der anderen Seite eben dieser Shivananda. Genau, Also ja. Jesus ist dort höchstens auf einer Ebene, wie jetzt Ja, Shivananda, sage ich ja, mal, ja, 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 oder genau. auch Krishna oder so. Genau. Wurde überhaupt von Jesus dort gezeugt oder berichtet? Also ich habe da keine Erinnerung dran, dass Jesus da erwähnt wird. Ich hatte zwar nach unserem Vorgespräch meine Freundin angeschrieben, die hat mir aber bis jetzt noch nicht geantwortet. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Jesus da erwähnt wird. Die beziehen sich ja auf die Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Die ja. genau, die habe ich jetzt nicht gelesen, aber das ist ja so denen ihre. Ja, ihre Art Bibel so. Genau, ja. Ja, und Genau. du hast ja da auch sicher die Menschen so ein bisschen kennengelernt. Die Gesprächspartnerin, die ich schon mal hatte, die auch bei Yoga Vidya, also du warst ja auch so ein Jahr da mit Unterbrechungen, aber auch so ein gutes Jahr warst du ja ungefähr dort. Wie du mir gesagt hattest, was für Menschen werden da so angezogen? Genau, also ich war in so einem Mehrbettzimmer über einen längeren Zeitraum oder eigentlich meinen ganzen Aufenthalt in so einem Mehrbettzimmer und ich habe natürlich sehr viele Gespräche dort geführt, also sehr, sehr, sehr viele Gespräche. Und mir ist halt einfach aufgefallen, dass da einfach sehr viele traumatisierte Menschen da gelandet sind oder immer wieder landen. Und suchende Menschen natürlich auch, ja, natürlich, ja. Aber auch Aber sehr, sehr gebeutelte Menschen vom Leben im System nicht klarkommend oder so. Ja, sehr viele Schicksalsschläge, die da eben landen. Fast jeder, würde ich sagen, fast jeder, nicht jeder, aber fast jeder, mit dem ich gesprochen habe. Ja. Okay. Und habe wirklich viele Gespräche geführt. Aber gefunden hast du dort jetzt auch nicht wirklich, oder? Nein, 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 da wirst du nicht zum Finder in Yoga Vidya. Also Yoga, wenn man die Wahrheit erkennt, dann weiß man auch, dass Yoga eine dämonische Lehre ist. Ja. Ja, also was ich sehr gerne gemacht habe, sind tatsächlich die Yoga Asanas. Damals wusste ich nicht, dass du mit jeder Asana, die du machst, im Grunde den falschen Gott anbetest. Das war mir halt nicht bewusst. Auch hier ist eben wieder Engel des Lichts unterwegs. Also Ne? Asanas, das sind diese Atemübungen, ne? Mit den Mantren. Ja, Asanas sind die Körperbewegungen, die Ach Körperübungen. ja, das sind die Körperübungen. Genau. Und in jeder Körperübung, also in jeder Asana, die du machst, betest du im Grunde Satan an. Also die falsche Gottheit, Götzendienst. Ja. Götzen an. Ja, genau, schon beim Sonnengruß, da verehrt man ja den Sonnengott schon. Das, Genau. ja. Kommen wir mal Und zum. die tun natürlich gut, ne? Die Asanas, die tun natürlich gut. Also die tun gut und die wenigsten sind sich bewusst, was sie da im Grunde ja mit tun, ne? Also die Übungen sind wirklich gut, ne? Ja. Wo man denkt, man tut sich hier etwas Gutes, ja? Ja. Und du lädst dir damit aber auch schon eigentlich nichts Gutes auf. Das ist eben das Fatale, dass man denkt, es tut einem gut. Aber wie vorhin schon gesagt, das ist halt der Trick daran, wenn das alles einen nur schädigen würde und man sich danach sehr schlecht fühlen würde, dann würde ja kein Mensch das machen. Also man verliert sozusagen lächelnden
Gesichts seine ewige Seele, könnte man sagen. Man geht lächelnd in den Abgrund, es tut einem gut, die Ja. Übungen, aber man verspielt so sehr durch diesen Okkultismus sein Leben in Ewigkeit. Und das ist Ja, eben die große Lüge daran. du gehst schleichend in den Abgrund, so kann man es echt sagen, ne? Ohne, du weißt es halt nicht, ne? Ja. Genau. So ein schleichender Prozess in den Abgrund. Ja. Ja, das ist eben dieser Schleier, den man hat. Man ist richtig vernebelt. Die Bibel sagt, der Satan hat den Menschen den Sinn vernebelt. Ja, das steht also wörtlich so im Neuen In der Testament drin, dass er ihnen den Sinn vernebelt, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von Jesus Christus nicht sehen. Also, aber jeder Mensch hat trotzdem die Möglichkeit, Nein dazu zu sagen und Ja zu Jesus Christus. Dazu möchten wir ja auch einladen, deswegen machen wir ja eigentlich auch das Gespräch, um auf Jesus hinzuweisen, dass man eben immer doch auch wieder herausfinden kann aus dieser Kälte, aus diesem Okkultismus, aus diesem ganzen Mist an Lügen und Verführung und Täuschung. Jesus Christus hat diese ganzen Mächte ja auch am Kreuz schon besiegt und wer an ihn glaubt, der steht auf der Seite des Stärkeren, der diese Mächte eben auch schon besiegt hat. Und dann, ja, dann wird es plötzlich wieder warm. Ich benutze nochmal dein Wort, das fand ich so schön, ja. Bei Gott ist es wirklich warm im Sinne von, da geht es um wirkliche Liebe, wirkliches Mitgefühl, Ja. Gnade. Gott hat Gutes mit dir vor. Der Ja. Teufel hat immer nur Schlechtes vor. Und er sinnt sich alle möglichen Methoden und Praktiken, so wie Yoga, so wie Channeling, Ja. Lichtarbeit. Ja, und Satan kommt halt jetzt nicht mit der Brechstange unbedingt. Ne? In der ganzen Esoterik kommt er halt wirklich verkleidet als Engel des Lichts und bringt dir halt eher einen Geldkoffer. Ne? So, und hier, schau doch mal, ich habe Gutes für dich. Ne? Also, das ist ja halt diese Täuschung. Ja? Deswegen kann man wirklich nur sagen, Leute, passt echt auf euch auf. Ja? Also, seid sehr achtsam mit euch. Ja, weil Satan stellt sich nicht vor euch und das Böse ist nicht direkt erkennbar. Ja. Ja, manchmal ist es, sieht man es, wenn man, wie schon mit einem Erlebnis mit dem Rückspiegel, manchmal tut sich ein kleines Schlupfloch auf und man sieht die Wahrheit dahinter. Oder Genau. man hat komische Phänomene zu Hause. Da habe ich auch einige Podcasts schon gehabt, wenn man Spukerscheinungen hat, Kälteerfahrungen, plötzlich irgendeine Präsenz spürt, dass einem plötzlich jemand da nachts, dass da jemand da ist, der einem ins Ohr pustet oder neben einem liegt oder auf einem liegt, dass da irgendeine Präsenz ist, dass komische Dinge passieren, technische Geräte spinnen plötzlich. Kinder können nicht mehr richtig nachts schlafen. All solche Begleiterscheinungen gibt es halt auch. Da muss man dann eben sehr aufpassen, dass man das auch richtig interpretiert und sich einem klar macht, okay, ich bin hier im Okkultismus, deswegen passieren diese Dinge. Das würde Es ist Gott. interessant, dass du das jetzt nochmal sagst, weil der Geistheiler Sananda beschreibt übrigens in seinem eigenen Leben ja solche Erfahrungen. Ne? Ja, weil ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber er ist natürlich bis zum Hals im Okkultismus. Ja, wir können hoffen, dass er auch noch Genau. umkehrt. Ja, unbedingt. Das ist immer, diese Möglichkeit hat man natürlich immer. Auch er oder Auch Christina von er. Dreien oder wie sie alle heißen, die großen Verführer. Gott Tepperwein, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Robert Beetz. Kommen wir noch mal auf eine andere Methode. Die würde ich gerne mal ansprechen, weil die hatte ich bisher noch gar nicht thematisiert, nämlich EMDR. Da geht es ja auch so ein bisschen um Austesten, so den Bereich Pendeln, Klopfen. Kannst du vielleicht erstmal ein bisschen beschreiben? Also, da hast du ja auch deine Erfahrung gemacht. Kannst du vielleicht erstmal beschreiben, was das überhaupt ist für diejenigen, die das vielleicht gar nicht kennen? Also EMDR ist eine Traumamethode, die durchaus eben jetzt auch ganz normal in der Schulmedizin auch zum Tragen kommen, durch Psychologen, die halt so Zusatzausbildungen haben. Und EMDR ist halt eine Technik, wo du quasi abgespaltene traumatische Erlebnisse quasi wieder ins Bewusstsein zurückholen kannst. Definitiv auch an Gott vorbei.
Ja, Auch genau. an. Und da wird quasi. Ja, auch an Gott vorbei, wollte ich noch mal kurz wiederholen. Genau, auch an Gott vorbei. Ja, ist auch eine bereits okkulte Methode, um heil werden zu sollen. Ja, damit wirst du aber nicht heil. Ganz im Gegenteil, ich glaube, du rutschst da einfach, nicht nur ich glaube, sondern ich habe es ja auch selber erlebt. Also du rutschst eigentlich tiefer rein, bis dann, also bei mir war es wirklich so, dass nach sehr kurzer Zeit ich eben wirklich ein abgespaltenes Erlebnis aus meiner Kindheit oder wie auch immer sich da gezeigt hat. Und dann bist du damit eventuell auch sehr beschäftigt. Also es zieht dich eigentlich eher weiter in düstere Bereiche, würde ich jetzt eben sagen. Ja. Ja, Oder es hält dich psychosomatisch gefangen, so kann man es vielleicht auch sagen. Ja. wie funktioniert denn die Methode? Soweit ich weiß, geht es irgendein Thema, das man bespricht oder das der Therapeut abfragt und dann, das hat ja irgendwie mit den Augen zu tun. Kannst du das kurz beschreiben? Dann soll da irgendwie wie bei einem Orakel dieses Thema irgendwie aufgelöst werden, oder? Genau. Also ich glaube, das ist eine Methode, die gibt es noch gar nicht so lang. Ist in Amerika, glaube ich, 97 erst. Also ist noch gar nicht so lange her. Naja, auf jeden Fall geht man, also oft hast du halt mit Dingen zu tun, die eben derjenige nicht abrufen kann, also die halt dissoziiert sind, also abgespalten sind und ja nicht ergreifbar sind. Und deswegen beziehst du dich eben zum Beispiel auf ein Gefühl. Nehmen wir jetzt einfach mal das Gefühl Ekel oder so, ja, und dann konzentrierst du dich eben auf dieses Gefühl und der Therapeut geht mit seinem Finger wie so ein Pendel quasi an den Augen hin und her und du folgst halt mit den Augen quasi dem Finger des Therapeuten. Und so aktivierst du etwas im Gehirn, wo dann wirklich Erinnerungen hochkommen können, die halt im Unterbewusstsein verankert sind oder im Gehirn irgendwo gespeichert sind. Ja. Ja, genau. Übrigens, gerade war eine ganz kleine Tonstörung. Ich hoffe, man hat trotzdem alles hören können. Aber ich denke, also ich habe es zumindest noch gerade so gehört. Tut mir leid, es war gerade irgendwie ein Problem mit der Leitung. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder. Also auf jeden Fall EMDR, würdest du das so in diesen Bereich einordnen, wie auch wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas auspendelt? Kinesiologie in dem Bereich, ist das so vergleichbar? Ja. Also mit Kinesiologie war ich nur am Rande so Befasst? befasst mit, aber ich weiß schon, was Kinesiologie ist. Ja, so in der Richtung. Ja, genau. Also du greifst auf jeden Fall auf irgendwelche Dinge, die halt ja im Unterbewussten oder irgendwo abgespalten oder das limbische System oder irgendwo greifst du im Gehirn da eben drauf zurück. Ja. Oder ich glaube, es gibt auch viele so viele Methoden, wo auch mit dem Auge, ne, wo du das Auge irgendwo nach oben und dann nach unten, rechts, links, ist ja alles auch ein manipulativer Bereich einfach. Ja, das ist Ja, Manipulation. es ist auch im Bereich Hexerei, Wahrsagerei, Manipulation. Genau, ja. ein Orakel, man befragt. Man befragt sich quasi selbst oder der Therapeut befragt denjenigen und versucht da auch über orakelhafte Methoden dann irgendwie was rauszukriegen. Ähnlich wie beim Pendeln. Da wird ja auch irgendwas versucht auszupendeln. Geht auch so in diesem Ja, Bereich. genau. Es geht halt auch immer darum, dass du dich selbst heilen kannst oder irgendetwas dich selbst heilen kann, ohne. Also Gott ist der Heiler, Gott ist der Arzt, Gott ist der Psychiater in erster Instanz, ja. Also er nutzt halt Ärzte, aber heute, seit ich Christin bin, ich gehe mit allem zu Gott, zu Jesus, ja. Ja, das tue ich Wir auch. können es nicht selber, wir können es nicht selber. Das sollte jetzt die Botschaft sein. Ja, wir können es nicht selber. Wir können uns auch nicht selber heilen. Das ist ja auch eine große Lüge, die da eben in der Esoterik vielen eben aufgesetzt sind. Selbstheilungszentren und so weiter und so fort. Nee, Ja, funktioniert nicht.
irgendwelche Anteile auflösen soll oder sowas, oder irgendwelche Bindungen, sowas, das kann man sich schenken, die Zeit. Das ist vertane Zeit und man ist auch noch mit einem Bein im Okkultismus mit drin. Jetzt hast du ja noch ein bisschen mehr erlebt. Du hattest mir erzählt, dass du sogar fast mal aus spirituellen Gründen nach Bali gereist wärst, 2020. Wie kam das denn? Genau, also ich habe halt ein paar Seminare von Pia Frank und Michaela Merten besucht in München und die haben da eben so eine Reise angeboten oder mehrere Reisen und die eben auf Bali, die hat mich halt angesprochen. Da ging es halt darum, dass die da so ein Palm-Reading auch machen, dass da halt so Palmbibliotheken gibt von. Ja, was ist das dann? Naja, irgendein Guru dann eben auf Bali, der dann quasi von allen Inkarnationen auf diesem Palmblatt halt alles über dich dann halt draufsteht. Genau, meine Reise war auch schon bezahlt und dann kam eben Corona und ich wurde bewahrt, diese Reise dann eben ja zu machen. Und ja, wie, also das, die haben ja dieses Happy House, diese Plattform. Und die sind ja eigentlich auch zwei, also ich meine jetzt Pierre Frank und Michaela Merten, die durchaus sympathisch wirken, ne? Also da kann man ja nichts sagen, also so ähnlich. Lebensfroh, absolut freundlich, liebevoll, du würdest da keinen Hauch von Finsternis erkennen können. Ja, Ja. aber es dreht sich halt wirklich, also immer darum, du kannst alles selber, du kannst dies. Ich habe dann die Coaching-Ausbildung eben bei denen mitgemacht und das ist alles ganz lustig, ist auch sehr, 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 sehr gut besucht, weil viele Menschen auf der Suche sind, so sag ich mal, ne? Und viele Menschen sich vielleicht auch ein besseres Leben wünschen. Also im Grunde wird da ja immer mit Menschen gearbeitet, die irgendeinen Mangel in ihrem Leben haben, irgendetwas, was, sag ich mal, fehlt. Eigentlich fehlt Jesus, ja, Ja, die Wahrheit, ja. das stimmt, ja. Von Jesus ist natürlich dort nie die Rede oder wenn überhaupt, dann ist Jesus halt nur so ein Lichtarbeiter oder weiser Mensch, so wie Buddha oder andere, ja, so auf diesem Level, aber niemals der Ja, Sohn Gottes. Jesus Christus ist genau. Gott selbst in Menschengestalt. Stimmt, in der Esoterik wird ja eben viel von diesem Christusbewusstsein eben gesprochen. Und da geht es aber ja bei dem Christusbewusstsein eben auch darum, dass du eben zu Christusbewusstsein kommen kannst. Umso bewusster du wirst, umso mehr du an dir arbeitest und so weiter und so fort. Das ist eine riesengroße Lüge, ja. Ja, Christusbewusstsein, ja, genau. Da steckt zwar der Name drin, aber es ist ein Weg ins Dunkle, definitiv. Okay, also dann hat Gott dich ja irgendwie auch ein bisschen bewahrt vor dieser Coaching-Ausbildung von Pierre Frank. Das war sicherlich auch schon irgendwie, ja, Gott hat dir schon irgendwie ein bisschen geholfen. Da waren ja sowieso ein paar Stationen bei dir, so im Nachhinein. Da hat Gott dich ja, hat dir Gott schon irgendwie so ein Stoppschild geschickt, oder? Ja, vor allen Dingen ist mir halt vor kurzem auch aufgefallen, also wie massiv ja Gott schon wirklich hinter mir dran war, schon einige, also einige Jahre vor meiner Bekehrung dann tatsächlich. Ne? Also parallel eben zu diesen esoterischen Dingen kam Jesus, glaube ich, zweimal mit dem Evangelium schon eben durch andere auf mich zu. Also Gott ist an einem dran, ja, parallel. Also an mir war er auf jeden Fall massiv hinterher. Ja, das ist auch biblisch. Das lesen wir in der Bibel, dass Gott jedem Menschen zwei oder drei Chancen gibt. Man kann wohl sagen, mindestens. Im Buch Hiob Ja. steht das drin. Und ja, das sollte man halt nicht verpassen. Also Gott ist sicher sehr gnädig, aber es ist nicht gesagt, dass er zwingend jetzt auch ein drittes, viertes oder fünftes Mal kommt. Sicherlich auch oft. Aber irgendwann ist es halt auch mal zu spät. Spätestens, wenn man eben stirbt ohne Jesus, ne? Also ich glaube, ich habe jetzt den Bibelvers dazu nicht erkannt, aber ich glaube, es wird schon auch von der Gnadenzeit gesprochen. Das ist, glaube ich, diese Gnadenzeit. Ne? Du hast halt mindestens einmal, also jeder Mensch, der lebt, bekommt mindestens ja einmal die Gelegenheit. Ne? Also mindestens einmal die Gelegenheit, gell?
Ja, genau. Wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Genau, wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Genau. Jetzt ist der Tag des Heils, heißt es auch im Neuen Testament. Also heute ist dieser Tag. Also damit ist gemeint, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit leben. Die Gnadenzeit endet aber auch irgendwann. Man sollte eben seinen Frieden mit Gott auf jeden Fall vorher machen. Das ist der große, große Wunsch, den wir haben. Wer das noch nicht getan hat, wirklich die Sache klar zu machen mit Jesus Christus, das kann ja mit einem Gebet anfangen, oder? Genau, mit einer mit einem Übergabegebet. Hm. Genau. Also mit Jesus ist halt alles wirklich sehr leicht. Ja, also was übrigens auch noch ein ausschlaggebender Punkt ist, ihr habt umsonst erhalten und umsonst gibt weiter. In der Esoterik musst du in der Regel für alles Geld bezahlen und zahlst damit ja im Grunde auch in die Finsternis dein Geld ein. Ja, ja, genau, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt auch weiter, heißt es in der Bibel. Und genau. Gut, ich hatte schon ein paar Mal angesprochen, jetzt kommen wir endlich mal zu Kurt Tepperwein. Ich hatte auch schon ein Video dazu gemacht, ich blende es hier mal kurz ein. Du warst also bei der Kurt Tepperwein Akademie und da erinnere ich nochmal an unser Motto, mehr Schein als Sein. Nach außen hin wird ja alles so toll dargestellt und wie super alles ist und voller Liebe und so. Du hast aber ganz andere Erfahrungen dort gemacht, beschreib doch die mal bitte. Also ich hatte mit dem Leiter der Kurt Tepperwein Akademie halt mehrfach zu tun, also mehrere Gespräche, die ich einfach mit ihm hatte, und bin dann irgendwann für eine ganz kurze Zeit eben auch in diese Akademie eingetreten. Da gibt es dann halt eben so Zoom-Meetings, wo man dann halt da eben mit diesen Schülern ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es heißt. Ich glaube Meisterclass oder irgendwie Meisterschule, so. Meisterschule, glaube ich. Ja, oder Meisterschule. Da geht es halt darum, dass du schon von deinem Bewusstsein so hoch bist und schon fast erreicht hast, weil du sollst dich ja an das erinnern, wer du wirklich bist. Mhm. Ja. Und wenn du dich an das erinnert hast, wer du wirklich bist, dann ist ja alles ganz spielerisch einfach, weil du bist ja der Schöpfer und du kannst halt alles schöpfen und so weiter und so fort. Nun genau, da hatte ich auf jeden Fall ein sehr massives Erlebnis, eben in so einem Zoom-Meeting. War gar nicht mein Anliegen, dass ich da jetzt Privates preisgebe, aber der Herr Siris hat das so massiv nachgebohrt und dann bin ich da ein bisschen detaillierter eben in eine private Situation halt eingestiegen und mir sind fast die Tränen gekommen. Also er hat auch nicht aufgehört, da irgendwie zu bohren und war mir irgendwie schon unangenehm, weil da ja auch zig Zuhörer waren, und es war gar nicht meine Absicht, mein privates Anliegen da jetzt irgendwie preiszugeben. Und wie gesagt, ich bin dann schon ein bisschen weinerlich geworden, was hat halt mein Kind betroffen. Und dann habe ich halt ungefähr ein paar Stunden nach diesem Zoom-Meeting, er hat es dann auch radikal dann abgebrochen und hat gemeint, also es wird jetzt alles hier viel zu privat und so weiter und so fort. Also es hätte ja hier gar nichts verloren, wobei er derjenige ja auch war, der da massiv nachgebohrt hatte. Und kontaktierte mich dann Stunden später eben über eine Sprachnachricht, dass es halt überhaupt nicht ging und ich wäre ja schließlich da in der Meisterclass, ob ich mir dann darüber im Klaren wäre. Und hier da so Gefühlsausbrüche da, das wäre also sehr weit vom Meister entfernt, so irgendwie in der Richtung. Also Hochmut vor dem Fall, kann ich nur sagen. Also da war ich wirklich mit einer so heftigen Überheblichkeit konfrontiert, wo sich natürlich überhaupt nicht menschlich, ne, ist wie so, wir sind ja keine Roboter, Eckhart, wir sind ja einfach, ja, lebendig gewesen und da bin ich auch sehr, geht schon eigentlich auch so alles so in die transhumane Richtung, könnte man sagen, ne, du kannst alles selbst, dreht sich alles um und wenn du da eben noch Gefühle hast, die unangenehm sind, dann liegt es an dir. Und dann bist du halt noch nicht so weit und dann musst du aber schon noch an dir arbeiten, ne? Ja, da hat man sich dann die Realität ja selber erschaffen und sei selber schuld daran.
Genau. Sowas hört man dann. Und bedürftig oder wie würde sich das anhören, hat er auch mal da geäußert. Also ich fand das schon echt richtig heftig und richtig unmenschlich, ja. Ja. Also ich habe es jetzt nicht persönlich genommen, aber ich habe mir echt gedacht, boah, das Tier ist ja schon ziemlich kalt. Also ziemlich frozen. Ja, das unterstreicht dieses Motto mehr Schein als Sein. Ich hatte das schon erwähnt, das steht nun wirklich in einem krassen Gegensatz zu dem, was Jesus Christus uns sagt. Ich hatte vorhin schon erwähnt, guckt mal in den vier Evangelien, wie oft Jesus sagt, er war innerlich bewegt, er hatte wirklich Mitgefühl. Ihn hat das Leid der Menschen interessiert. Bei dir ging es ja damals auch um deinen Sohn, ja. Also, dass man da nicht ein bisschen Mitgefühl zeigen kann. Das ist eben genau das, wohin einen diese okkulten Kräfte führen, die auch hinter der Kotepperwein-Akademie eben stehen, dass man kalt wird, ja, wie ein von Satan gesteuerter Roboter, hast du auch gut ausgedrückt, dieses Bild. Da kennt man dann keine Gefühle mehr. Da darf man nicht mal Gefühle zeigen, wenn da was ist in der eigenen Familie mit den eigenen Kindern, was ja wohl das Normalste auf der Welt ist, sondern da hat man dann ist man dann einfach noch nicht reif genug für die Masterclass. Ich finde das auch Genau, schockierend. Also, genau. ja, da muss. Schockierend. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder diese Tonstörungen. Man hört dich jetzt nicht mehr so super wie vorhin. Hörst du mich jetzt? Ja, Jetzt wieder besser? also ein bisschen verzerrt. Das war vorhin auch schon. Vielleicht geht es ja auch wieder weg. Dass irgendwas gerade auf der Leitung. Vorhin war das nur mal kurz. Jetzt ist es wieder. Aber wir sind eigentlich ja auch schon mit den Themen so gut wie durch. Ah, ich glaube, jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser. Sag mal was. Ja, Ja, hört ihr mich? gut, dass ich die ganze Zeit geschwafelt habe. Jetzt, da haben wir das Ganze geschickt umgangen. Es fehlt natürlich noch ein wichtiger Punkt. Du bist ja nun auch inzwischen gläubige Christin und hast dich vollkommen distanziert von diesen ganzen Methoden und Personen, die wir angesprochen haben. Wie war denn dein Weg zu Jesus Christus? Genau, ich würde noch ganz gern eins erwähnen, und zwar, also ich habe noch viele, 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 viele andere Dinge ausprobiert, aber eben dieses geistige Aufrichten, weil das machen ja auch sehr, sehr viele, ne, wo dann eben die Statik des Körpers ja sozusagen, ne, die Wirbelsäule oder so halt wieder gerichtet werden soll. Ja. Und da hatte ich eben auch noch ein Erlebnis, wo ich diese Frau da aufgesucht habe, auch wieder von einer Freundin, die mir damals diese Lichtarbeiteradresse gegeben hatte. Und da hatte ich eben auch schon wieder diesen Hinweis. Also sie war sehr aggressiv, die Frau, nachdem ich irgendein Wort gesagt habe, was sie offensichtlich angetriggert hatte. Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, was es genau war. Und dann hast du wirklich dieses Böse auch schon wieder, es war da auch schon wieder kurz eben mit diesem Bösen konfrontiert, ja, mit der Finsternis, ja. Das habe ich jetzt einfach nochmal erwähnt, weil diese Zeichen wirklich immer wieder sichtbar sind und die sind mit Sicherheit nicht nur bei mir sichtbar, sondern bei vielen anderen. Achtet auf diese Signale. Diese Signale sind die Hinweise, wo einfach gezeigt wird, du bist auf dem falschen Weg hier, ja. Ja, und manchmal gibt einem Gott so kleine Zeichen. Also es muss ja nicht immer so offensichtlich sein. Kälte, fehlendes Mitgefühl, klar, das sind so ein paar Sachen. Ja, Gott ist voller Gnade. Er möchte auf jeden Fall so viele Menschen wie möglich auch retten. Amen. Amen, ja, daran liegt es also nicht, aber es ist oft die eigene Entscheidung. Viele sagen, Jesus, was interessiert mich das? Bibel, was interessiert mich das? Ist ein Märchenbuch für mich? Nein, das ist sie nicht. Sie ist auch nachweislich nicht gefälscht. Das wäre wieder ein anderes Thema, aber wir haben so viele Originalabschriften, die man vergleichen kann mit den heute zu kaufenden Bibeln. Das stimmt überein. Aber da könnte man nochmal eine eigene zweistündige Sendung mitmachen zu dem Thema. Jedenfalls, es geht um diese eigene Entscheidung. Der Teufel will einem das madig machen, will einem Jesus madig machen, will die Bibel in Verruf bringen und all das. Das sind alles die Kennzeichen. Wenn du jetzt auch zuhörst und glaubst, die Bibel sei gefälscht, oder du hast eh eine neue Inkarnation, alles wird gut und so weiter, es gibt einen Aufstieg in eine höhere Dimension und so weiter, ja, dann hast du einige dieser Lügen momentan auch noch
verinnerlicht und glaubst daran, so wie ich ja auch. So wie ich auch. Genau, ja. Wir machen, es ist ja auf jeden Fall kein Vorwurf. Wir sind genauso drin gesteckt, haben diesen ganzen Schotter auch geglaubt. Ich war auch vollkommen überzeugt davon, Sandy auch, die war noch viel länger drin, sogar als ich, über ein Jahrzehnt, ne? Hat etliche Bücher, hat alles Mögliche ausprobiert. Das heißt, wir sind da auch mittendrin gesteckt. Also, ja, und das heißt, deswegen wird niemals das sein. Gott macht damit auch keinen Vorwurf. Ja, wenn man an Jesus Christus glaubt, wenn man zu dieser Entscheidung kommt, ihn als Herrn einzuladen, dann ist auch die Schuld vergeben. Dann schlägt Gott ein ganz neues Kapitel im Leben auf. Das ist wie eine Wiedergeburt, eine Neugeburt, heißt es auch in der Bibel. Man ist dann eine neue Schöpfung. Gut, Sandy, aber jetzt hatte ich, ja genau, du hast jetzt nochmal dieses mit dem geistigen Aufrichten hier erwähnt. Ich zögere jetzt so deswegen so ein bisschen, weil ich wieder die Soundstörung im Hintergrund höre. Deswegen versuche ich jetzt gerade nochmal ein bisschen zu reden, bis das wieder hoffentlich gleich vorbeigeht. Ja. Also man hört dich schon, aber es ist halt ein bisschen verzerrt. Aber eben ist es einfach wieder vorbeigegangen. Vielleicht die Gelegenheit für mich nochmal darauf hinzuweisen, dass das Leben mit Jesus mit einem Gebet anfangen kann. Man kann einfach beten, Herr Jesus Christus, ich möchte dich jetzt als meinen Herrn und Retter annehmen. Ich distanziere mich von allem, was ich getan habe an Okkultem in meinem Leben. Bitte, du hast doch für meine Schuld am Kreuz bezahlt. Nimm auch mich an, vergib mir meine Schuld und sei von nun an Herr meines Lebens. Amen. Amen. Ey, jetzt bist du auch wieder gut zu hören. Ja, jetzt kommen wir mal, wie hast du es denn gemacht? Wie hast du denn zu Jesus Christus gefunden? Ja, also das ist eine sehr schöne und ich erzähle einfach mal kurz noch die Corona-Zeit. Ich habe da eben in der Corona-Zeit mich sehr viel eben mit dem Weltgeschehen befasst und so weiter und bin da auch wirklich tief in den Tunnel reingegangen, habe einen eigenen Kanal auf Telegram auch aufgemacht, für Wahrheit, eben Wahrheitsbewegung, Aufklärerbereich und so weiter. Habe mir sehr viel angeschaut, aber immer aus einer Beobachterhaltung, also immer schön mit einem Filter, weil das sind ja auch Menschen, die diese Dokumentationen eben machen. Und bin da echt tief eingekrochen, ne? In diesen Tunnelbau, sag ich mal. Und so war es eben halt auch vergangenes Jahr im Januar eines Abends. Die letzte Dokumentation, die ich mir angeschaut habe, die sehr düster ist. Ich kann das auch keinem empfehlen, sich dauerhaft mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil ich glaube, damit lädt man sich auch nicht unbedingt Gutes auf. Aber bei mir war es eben so gewesen, Gott kann sowieso alles zum Guten wenden. Ja. Und habe eben diese Dokumentation, die sehr lange auch gedauert hat und sehr ausführlich war, angeschaut. Die war sehr ernüchternd und sehr... also was halt hier wirklich so auf der Welt einfach so abgeht, was wirklich auf der Welt auch Sache ist. Mhm. Und dann saß ich nach dieser Dokumentation, die mich, also ich hatte sogar in dieser Dokumentation, erinnere ich zurück, Mitgefühl mit Satanisten und saß eben wirklich danach auf meinem Bett und habe ein Gespräch mit Jesus Christus begonnen. Mhm. Und saß da so und habe gedacht, huiuiui, also in dieser Lüge, in dieser Täuschung, die überall an jeder Ecke ist, wie soll man da die Wahrheit finden? Und dann habe ich wirklich ganz gezielt Jesus Christus gebeten, mir die Wahrheit zu zeigen. Dann habe ich mich schlafen gelegt und der Herr ist so gut. Danke, Jesus. Also es ging dann ganz schnell. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob direkt am nächsten Tag. Auf jeden Fall ist mir der Schleier der Verblendung wirklich genommen worden. Mhm. Der Schleier der Verblendung war weg und ich hatte klare Sicht auf die Wahrheit. Und da war auch dann schon jemand, der mit mir die Übergabe gesprochen hat. Also irgendwie war alles, Gott hat alles vorbereitet. Also es ist auf mich zugekommen, ohne dass ich irgendetwas suchen musste, interessanterweise. Ja, Gott hat das alles schon gefügt und geführt. Ja, das ist interessant. Also das war bei mir auch ähnlich. Da war plötzlich dieser Schleier einfach weg.
Ja, man hat Ja. plötzlich dann den Durchblick gehabt. Und wie ging es dir damit? Also du hast ja erkannt, dass du lauter Lügen geglaubt hast. War das erschütternd für dich oder war die Freude doch größer, dass du jetzt errettet warst? Ich war einfach, ich war, natürlich war ich erstmal so, was? Ja, weil auf mich kamen dann auch wirklich so Informationen, also die dann einfach mir durch jemanden anderen gegeben wurde, durch Christen halt, also eine okkulte Liste, ich glaube, so heißt die auch wirklich. Und lese die so durch, also mit diesen ganzen alternativen Methoden, Homöopathie und Yoga und naja, all diese Dinge eben. Und ich wusste einfach, also die Verblendung war ja weg. Ich lese das, also ich konnte die Wahrheit halt, ja, ich konnte die Wahrheit erkennen, ich konnte sie halten, habe nichts weggedrückt, weil sie war da, die Wahrheit ist da. Wenn die Verblendung weg ist, siehst du die Wahrheit. Ich konnte es gut, nee, für mich war es, ich dachte, oh je, oh je, ja. Ja, also so ist Was habe Gott. ich da gemacht? Ja, so ist Gott. Ja, so ist Gott. Gott ist gut. Ja, und Gott liebt alle Menschen. Ja, und so auch mich. Ja. Ja, auch dich und alle Menschen, wie du schon sagtest. Aber trotzdem, man braucht eine Entscheidung, ne? Man muss sich entscheiden im Leben. Also ich war hier, ne, dieses ich sag jetzt mal wirklich übernatürliche Eingreifen von Gott, ne? Also für mich war das übernatürlich, dass da alle Informationen auf einmal da waren, Übergabegebet, also der Kontakt für das Übergabegebet, der ist mir fast zugeflogen, ja? Also da habe ich gar nichts für getan, der war dann da, alles Weitere war dann da. Also ich bin 3 Wochen nach meinem Sprechen des Übergabegebetes getauft worden hier in München in der Badewanne. Also es war alles da. Vor allen Dingen war halt auch da, dass der Schleier wirklich weg war. Also ich konnte erkennen, ich wusste, Taufen, ne, ist wichtig. Da habe ich die Bibel noch gar nicht gelesen, ja. Ja. Und die Dinge waren da, ja. Also Halleluja. Ja, danke dir. Das war sehr schön. Schön, dass du zu Jesus Christus gefunden hast. Ja, wir sind doch eigentlich durch. Wir haben jetzt schon deutlich über eine Stunde. Ich habe ja eigentlich meistens so eine Stunde als Grenze, aber es hat sich auch gelohnt, mal ein bisschen zu überziehen, weil ja, du hast ja wirklich mit sehr vielen Dingen Kontakt gehabt. Von daher ist es auch gut, dass wir das angesprochen haben. Aber ich denke, jetzt haben wir das meiste besprochen. Aber ich frage dich trotzdem, ob du noch was ergänzen möchtest. Vielleicht gibt es ja doch noch was, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Also ich mag auf jeden Fall noch den Satz hinzufügen. Also in diesem ganzen esoterischen, okkulten Bereich ist halt, dreht sich alles wirklich immer nur um dieses Selbst, ne? Und bei Jesus Christus zählt der Nächste. Ja, Ja, da ist ja. alles warm und der Nächste zählt, Empathie zählt. Hilfe, wenn Hilfe zu geben ist. Nein, der andere ist nicht sein Schöpfer, genauso wenig wie du der Schöpfer deines Lebens bist. Hier ist Menschlichkeit, der Nächste ist hier wichtig. Achte deinen Nächsten höher, heißt es sogar in der Bibel, ne? Eckart, vielleicht hast du den Bibelvers. Also hier zählt der Nächste, ja? Hier ist wirklich, hier geht es um die wahre Liebe und um die Christus. Um Jesus Christus, also hier geht es nicht um dich, sondern es geht um Jesus Christus. Hier dreht sich nicht alles um ich, meiner, mir. Und das ist Ja. echt schön, ja. Ja, das steht wirklich im Neuen Testament, dass man den eigenen Bruder höher Höher achten achten soll als soll. sich selbst. Ja. Das hat Jesus Christus vorgemacht, sogar zuletzt, als er den Zwölfen, also den Aposteln, die Füße gewaschen hat. Da hatte er sich auch nochmal gedemütigt. Petrus konnte das gar nicht fassen. Er sagte: Mensch, wenn, dann müsste doch ich dir, dem Meister und Lehrer, die Füße waschen, aber stattdessen wäschst du uns die Füße. Ja, so war Jesus eben. Das hat er getan. Er hat sich erniedrigt, obwohl er es nicht tun hätte müssen. Er ist ja selbst Gott. Gott ist in Jesus ja hierher gekommen. Also der allmächtige Gott selbst in Jesus hat das getan, hat das auf sich genommen, dieses Opfer. Und das ist eben dieser radikale Unterschied zu all diesen esoterischen, spirituellen Methoden, wo man nur ein kalter Meister werden soll.
der seine Gefühle abstellt, der die Gefühle an den Haken hängt am Eingang und dann nur noch funktioniert wie sein kühler Roboter. Ja, das Bild ist mir nochmal gerade gekommen. Ja, und damit ist mit Jesus Christus eben Schluss. Und genau. Wer auf die warme Seite möchte, der weiß, glaube ich, jetzt, was er zu tun hat. Ja. Amen. Amen, ja, okay. Sandy, jetzt sind wir aber wirklich durch. Vielen, vielen Dank. Also das war sehr interessant alles. Und ja, ich hoffe, dass auch die Zuhörer da sich vielleicht teilweise entweder wiedergefunden haben oder davon auch profitieren können, konnten. Das ist unser Gebet. Also, in dem Sinne, dann nochmal vielen Dank an dich, Sandy. Sehr gerne. Und vielen Dank an dich, Eckart. Ja, das freut mich. Und wer auch mal beim Podcast mitmachen möchte, kann sich auch gerne bei mir melden und mir Bescheid sagen. Dann ja, an alle nochmal ein wirklich gesegnetes neues Jahr, in der Hoffnung, wer es noch nicht getan hat, sich zu Jesus Christus wenden möge. Wenn dazu Hilfestellung benötigt wird, melde dich gerne. Also, dann macht es gut. Danke fürs Zuhören. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.